Captain an. Okay. Good day, Stranger. Eine nette Frau durchstöbert die Regale mit einer ihr Alter überraschenden Schnelligkeit und Energie. Ich fürchte, ich praktiziere nicht mehr, Kind. Ich bin zu beschäftigt mit meinen Forschungen. Was tust du hier? Ich bin Beseelerin. Als ich noch so jung war wie du, habe ich jede Menge schlecht finanzierte und im Untergang geweihte Abenteuer für die Expeditionshalle unternommen. Aber in letzter Zeit stelle ich fest, dass die Forschung eher zu meinem Lebenstempo passt. Sie schlägt sich auf die knarzenden Knie und lacht. Nans musst da dich mit kleinen intelligenten Augen. Kann ich dir sonst noch bei irgendetwas helfen? Ich möchte gerne etwas über das Sanatorium wissen. Es ist das offizielle Zentrum der Beseelung in Trutzburg, gegründet 2729. Und bevor du frech wirst, nein, mich gab es damals noch nicht. Es wurde errichtet, um Krankheiten des Verstands und der Seele zu behandeln. Eine wichtige Einrichtung für eine wachsende Stadt, und mit dem Bau endete der Niedergang der Beseelung, der nach dem Belrach-Zwischenfall eingesetzt hatte. Der Belrach-Zwischenfall? Sie schütteln den Kopf. Ein fürchterlicher Rückschlag für die Beseelung. Ein Forscher, der vor dem Bale-Sumpf arbeitete, zerschmetterte die Seelen von einem Dutzend Freiwilligen. Ihre Stimme senkt sich zu einem Knurren. Leider werden wir nie erfahren, was genau schief gegangen ist, weil die wütende Menge ihn in Stücke gerissen hat. Dieses Missgeschick trägt einen Großteil der Schuld daran, dass die Beseelungsforschung in den folgenden 2,5 Jahrzehnten deutlich langsamer vorankam. Es half aber auch, die praktizierenden Beseeler hier in Trutzburg zu versammeln. Was weißt du über Erweckungen? Nicht viel, fürchte ich, aber das Sanatorium zieht viel Fachleute von überall her an. Ich bin sicher, irgendjemand hier kann dir helfen. Imatel schickt mich. Er sagt, du wärst an den ZIP-Dateien interessiert, die wir gefunden haben. Dieses rätselige alte Fischweib hat mal wieder über mich geplaudert, wie ich sehe. Sie lacht und rollt die Augen. Man sollte seine Geheimnisse niemals seinem Mann mit so viel Salz im Bart anvertrauen. Wie dem auch sei, zeig mir, was du anzubieten hast. Nans untersucht das Zepter, ihre Augen durch faltige Haut bedeckt. Imatel hatte recht, ich kaufe es. Leider ist ein zerbrochenes Zepter nicht so wertvoll, wie er es dich vielleicht hat glauben lassen. Sie blickt verstohlen in dein Gesicht, doch ihre Finger umschließen das Teil in ihren Händen fester. Ich nehme es dir für 500 ab. Einverstanden, ich denke darüber nach. Du wirkst mir ein wenig aufgeregt. Was verschweigst du mir? Ihr Mundwinkel zog nach oben. Scharfsinniger als Imatel, wie ich sehe. Die Wahrheit ist, ich könnte das Zepter reparieren. Du lässt ihre Finger über eines der Teile gleiten. Sicher, es ist zerbrochen, doch die einzelnen Teile sind im guten Zustand. Es wieder zu reparieren ist eine Frage der Alchemie, der teuren Alchemie. Ich muss die zerbrochenen Enden mit einem Gemisch aus Blut eines Teufels baden, um sie wieder zu vereinen. Ganz zu schweigen von der Balsamierung, die nötig ist, um die Verzauberung wiederherzustellen. Sie blickt dich an. Ich könnte es für 1800 Panten machen. Restauriere das Zepter für mich. Ich gebe dir eine seltene Gelegenheit, an einem inventarischen Zepter zu arbeiten. Du kannst den Preis doch sicher ein wenig senken. Ja, vielleicht, wenn du mit jedem Drachenblutverkäufer und Pornhändler in der Stadt feilschen und handeln willst. Sie bläst in ihre faltigen Backen. Also gut, du kriegst die Befriedung einer alten Frau, dabei zuzusehen, wie sie zu Tode schuftet, für nur 1500. 1500, abgemacht. Du wirst vermutlich zusehen, um sicherzugehen, dass dein Geld gut angelegt ist. Dann mach es dir gemütlich. Sie legt verschiedene Pulvertränke und andere obskure Ingredienzen auf ihren Schreibtisch bereit. Ja, wir haben das Geld verloren und die Teile des Zepters. Nachdem du scheinbar stundenlang gewartet hast, kehrt sie in den Hauptsaal zurück und präsentiert das Zepter. Du begutachtest, es ist nicht zu erkennen, dass es je zerbrochen war. Das ist vielleicht meine beste Arbeit, wenn ich das so bescheiden sagen darf. Und danke, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast. Ein solches Stück in den Händen zu halten, ist für jemanden in meinem Beruf ein echter Traum. Sie blickt es wehmütig an. Pass gut darauf auf. Engvitanisches Zepter zum Inventar hinzugefügt. Und Erfahrung. Leb wohl. So, Steuern. An Banditen verloren. Ja, ich muss demnächst mal wieder was für meine Sicherheit tun. Aber wir haben ein engvitanisches Zepter. Macht etwas mehr Schaden. Ist gut. Hat Geschwindigkeit.
Bitte schön, Arlof. Kannst du sicher gut I'm here. gebrauchen. So, damit haben wir auch geheime Fracht abgeschlossen. Ich habe Nans für die Reparatur des Zepters viel Geld bezahlt, aber das restaurierte Zepter ist eine mächtige Waffe. Ich konnte Nans herunterhandeln. Sie repariert das Zepter für 1500. Imadels Freundin Nans ist eine Beseelerin. Ja, das kennen wir. Nans hat angeboten, das Zepter für 1800 Pfund zu reparieren. Gut, nächste Haltestelle Haus Dominell. Und das ist ja gleich hier oben. Attentäter? Hi, Attentäter. Hallo, Feuerball. Oh je, Durens ist im Nahkampf. Das bleibt an. Nee, du uns, mach mal ein abstoßendes Siegel. Wo willst du hin, Kanna? Hat's umgehauen. Verathis! I'm here. Okay. Gibt es irgendeinen Auftrag? Ja. Die kritzelte Notiz. Auf diesem festen Pergament findet sich eine knappe, aber detaillierte Beschreibung deiner Person, einschließlich deines Namens, deiner Unterscheidungsmerkmale und Personen, mit denen du während deines kurzen Aufenthalts im Dünnwald Kontakt hattest. Ja, das sind zweimal dieselbe gekritzelte Notiz. I'm here. Auch gut. So, sie war, glaube ich, nicht hier unten, sondern oben. Weil hier unten ist nur möchte gern. Und jede Menge Wachen. Ja, auf Durens muss ich jetzt ab 8 geben. Ja, Brikanta Dominell, mit ihr wollte ich reden. How do you do? Schon wieder da, wenn nur mein Gemahl immer so schnell zurückkehren würde. Wie ich höre, kontrollierst du den Handel mit Bildergurkensamen in Trutzbucht. Ich möchte, dass du dem salzigen Mast einen besseren Preis machst. Du kümmerst dich um Kolfek, dann kümmere ich mich um dich und deine Freunde. Ich habe mich um Kolfek gekümmert. Das freut mich außerordentlich. Sie sägt einen scharlachroten Fingernagel auf ihre Lippen. Erzähl mir alles. Du darfst kein noch so kleines Detail auslassen. Sie knabbert an ihrem Fingernagel. Er ist tot. Ein leichtes Lächeln spielt in ihrem Lippen. Du darfst mich als zufriedene Kundin betrachten. Sie steckt dir unauffällig einen
Beutel unter den Gürtel. Und du darfst jederzeit gerne meine besonderen Waren begutachten. Nun, da ich dir geholfen habe, wäre es, wenn du Bittergurken für May etwas erschwinglicher machen würdest. Also gut, es soll niemand sagen, dass ich nicht Gleiches mit Gleichem vergelte. Dann zeig mir, was du zu verkaufen hast. Oh, sie hat auch schöne Sachen, aber die Akebuse bei den außergewöhnlichen Gentlemans ist billiger, glaube ich, oder gleich teurer und besser. Zwei Gewandtheit, hm. Drei Gewandtheit. Heimlich. Todesstoßbonus. Okay, sie hat auch ein paar schicke Sachen. Ich habe kein Täuschend oder so bekommen für diese Quest. Groll ist abgeschlossen. Ich habe mich um Kolfik überzeugt, die Stadt zu verlassen und Brikanta glauben lassen, ich habe ihn getötet. Sie war zufrieden damit, wie ich mich um das Problem gekümmert habe. Mhm. Das heißt, noch zwei Sachen, die erledigt sind, so größtenteils. So, you fought for the Deerwood in the Saints' War? We better grab a couple pints before you get me going on that one. No complaints here. Und du hast im Krieg des Heiligen für den Dürrwald gekämpft? Wir sollten besser ein paar Humpen lernen, bevor wir mit dem Thema anfangen. Habe ich kein Problem mit. Erbhügel ist immer noch gesperrt. Den mache ich als letztes. Das heißt, zurück zum Kupferweg. Da haben wir ja viel zu tun eigentlich im Kupferweg. Wir müssen die Rüstung abgeben. Wir müssen dem Jungen noch seinen Dolch kaufen. Wir müssen uns um den Nekromanten unter der Kanalisation noch kümmern. Gehen wir gleich in die Katakomben oder gehen wir als Letztes? Wir gehen als Letztes in die Katakomben. Dann gehen wir zurück nach Ondras Geschenk. Machen da alles fertig. Dann gehen wir Urfeuer, geben bei den Schmelztiegelrittern ihr Ding ab. Welcome. Bin ich am falschen Ort? Angebot und Nachfrage. Nee, das war der falsche, um jeden Preis. Gareth, du bist doch Gareth. Nee, du bist Bischof. Wo finde ich Gareth? Nochmal. War das der Koch? Na, hier ist kein Koch. Oder, nee, Gareth ist hier. Ein Mann schleicht am Tresen herum. Er wirkt, als würde er versuchen, in der abgewetzten Holzvertiefung zu verschwinden und... Er beobachtet aus dem Augenwinkel die anderen Gäste. Er regt dir rasch zu, als du dich näherst. Was tust du hier? Ich kümmere mich nur um meine Angelegenheiten. Natürlich, du stehst allein in der Ecke einer Taverne und trinkst nichts. Sehr unauffällig. Graves Augen blicken sich nervös um, nicht so laut verstanden. Ich bin wirklich hier, um Geschäfte zu machen, aber diese Geschäfte erfordern eine gewisse Diskretion. Und wenn du nicht von einem gemeinsamen Freund geschickt wurdest, habe ich nichts weiter dazu zu sagen. Greetings.
Einen Augenblick lang löst er den Blick vom Tresen, ja? Versan hat eine Lieferung für dich. Er blickt sich um und schnappt dir den Beutel aus der Hand. Nicht zu laut, verstanden. Die Dominis haben überall ihre Spione. Er steckt den Beutel weg. Sag Versano, dass ich das letzte Mal bei ihm gekauft habe. Die Sache wird mir zu gefährlich. Was haben die Dominis damit zu tun? Du hast wirklich keinen Schimmer, oder? Sagen wir einfach, die Dominis haben Exklusivrechte auf den Handel mit bestimmten Waren in der Stadt. Versano verdient sich gelegentlich ein wenig dazu, indem er mit denselben Waren handelt, die Konkurrenz unterbieten, sagt er. Von den Dominants habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Ja, haben wir eigentlich, aber klingen wir es trotzdem mal an. Viel wichtiger ist, dafür zu sorgen, dass sie nicht von dir hören. Sie sind eine alteingesessene Farnheimer Familie, aber heutzutage sind die Dominants für ihre Geschäfte bekannt. Die meisten mit Bestechung, Erpressung, Diebstahl oder Mord zu tun haben. Die meistens damit zu tun haben.